Ronny Bernheim, Hersteller der bekannten Bahnhofsuhren, ärgert sich über die neuen Regeln. In seinen Hallen arbeiten zu dieser Jahreszeit gewöhnlich mehr Leute. In einem Segment fehlen ihm Aufträge. Auf gewisse Uhren darf er nicht mehr Swissmade schreiben. Kunden springen ab. Von dort fehlen uns die grossen Aufträge von Firmen, die Uhren kaufen zum Verschenken. Das sind Autokonzerne und andere. Und das fehlt für die Auslastung. Und die Konzerne sagen einfach, wir haben ein Budget von so und so viel, Franken oder Dollar. Und wenn ihr das mit Swissmade nicht machen könnt, dann nach einer Tante, dann kaufen wir es halt fernostig ohne Swissmade. Gemäß Verordnung gilt eine Uhr nur noch dann als Schweizer Uhr, wenn mindestens 60% der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen. Das ist strenger als früher, als nur 50% des Uhrwerks aus der Schweiz stammen mussten. Die Regeln haben vor allem für Uhrenhersteller im Tiefpreissegment Folgen. Ronny Bernheim vertritt 30 Firmen der IG Swissmade, die gegen die neuen Regeln kämpften und nun mit ihnen zu kämpfen haben. Entweder die Uhren wären sehr viel teurer, weil man müsste mehr in der Schweiz machen, aber die Kunden zahlen das bei dem Preis nicht. Und die andere Möglichkeit ist, dass die Kunden die Uhren ohne Swissmade im Fernost kaufen tun, und meistens passiert dann eben das. Ein Befürworter der neuen Swissmade-Regeln ist dagegen Swatch-Chef Nick Hayek. Er präsentierte heute starke Jahreszahlen für 2017. Auch die Verkäufe im unteren und mittleren Preissegment seien stark gewachsen. Wenn Swissmade draufsteht, dann muss es Swissmade sein. Egal, ob es das mehr Kosten macht, ob es das Komplikationen gibt, es gibt keinen anderen Weg. Das ist der richtige Weg. Es sei in Kauf zu nehmen, wenn gewisse Uhrenhersteller deswegen in Schwierigkeiten geraten. Es haben vielleicht ein paar Leute Mühe, Swissmade jetzt einzuhalten, weil sie früher eben in dem Segment Swissmade verkauft haben und es gar nicht Swissmade war. Sondern man hat einen Teil aus dem Ausland importiert. Also es kann durchaus sein, dass da drin eine Bereinigung ist, dass eben die Marken, die gross Swissmade kreiert haben und das gar nie hatten, jetzt gar nicht mehr da sind. Die neue Regelung wird auch Lex Hayek genannt. Nur, wenn Swatch damit gut leben kann, warum sollen es KMU nicht können? Ein Grosskonzern, der riesige Serien macht vom gleichen Uhrengehäuse als Beispiel, hat eine andere Produktionsmethodik. Da kann anders, kann sogar Metall gespritzt werden, fast wie Kunststoff. Und die Stückkosten sind sehr tief. Ein KMU hat nie die Stückzahlen und tut auf konventionellere, auch moderne, aber konventionelle Arten, wie es herstellen. Das ist teurer. Das Swissmade-Label. Édouard Meylan vom Uhrmacher Moser & Compagnie braucht es gar nicht. Er verzichtet darauf, obschon seine Luxusuhren zu 95% Swissmade seien. Also für einige Kunden ist es natürlich wichtig, dass es Swissmade drauf steht. Aber für Moser, die 1000 Uhren pro Jahr produzieren, das macht keinen Sinn. Wir verkaufen an Leute, die wirklich die Uhren in Hand nehmen und verstehen, was da hinten steht, wie viel Entwicklung, wie viel Forschung, wie viel Produktion wirklich involviert ist. Und das sind Leute, die es ist ganz egal, ob es Swissmade drauf steht oder nicht. Es gibt sehr schöne Uhren auf der Welt, die nicht Swissmade sind und die sich gut verkaufen. Also wenn einer eine Marke lanciert ohne Swissmade, why not? Die Swissmade-Regeln. Bis Ende Jahr gilt eine Übergangsfrist. Dann müssen alle Uhrenhersteller umgestellt haben, die Swissmade verkaufen wollen.